Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind bei Reigns hochmotiviert, denn Heinrich der Tückische hat mal wieder einen Erfolg gehabt, uns einen Erfolg gebracht, aber auch etwas ernüchtert, denn die Sache mit dem Pangean, die lief nicht gut. Und meine Idee, wie wir das hier lösen können, hat sich irgendwie als nicht richtig erwiesen. Wahrscheinlich muss ich nochmal gewissermaßen den Videobeweis zu Rate ziehen und uns die alten Pangean-Besuche anschauen. Und mal schauen, ob jedes Mal zum Beispiel die gleiche Tür kommt. So, der Tropfenfluss überflutet große Teile des Landes. Wir brauchen Hilfe von der Kirche und der Armee. Na los, machen wir das. Die Invasoren zerstören unsere Befestigung mit Blieden. Dann geht zum Angriff über. Kommt, die Nachricht lautet ein Krake. Die Fische haben Angst. Lasst uns beten, das ist wichtig. In einer meiner Hände habe ich ein Geschenk für euch. Links oder rechts? Machen wir mal das. Guybrush Shuntmaul gibt euch ein goldenes Kreuz, dann läuft er kreischend weg. Na toll. Diese dreckige Narr hat unser Kreuz gestohlen. Aber was ist denn das in eurer Hand? Ihr habt es zurück. So, ich möchte unsere gottlosen Nachbarn besuchen. Es sei denn, ihr braucht mich hier. Nein. Geh mal bitte. Das ist sehr in Ordnung. Sehr schön. Broders von Coterbury destabilisiert das Nachbarland und stärkt dadurch eure eigene Position. So haben wir uns das gedacht. Gurr, anscheinend hatte der Vogel eine Botschaft, aber sie ist nicht mehr vorhanden. Das kennen wir doch schon. Komm, wir gucken mal wieder auf den Fenstersims. Bewar, das kennen wir auch schon. Das war ein Stück Papier mit der Nachricht. Bewar. Bewacht, bewahrt. Ich weiß es nicht. Diese Botschaft muss wichtig sein. Lasst mich ein paar Männer an die Grenze. Ja, machen wir mal. Bewacht die Grenze, könnte es heißen. Rot. Ja, sehr schön. Roter Zwerg. Aber nur eine Runde, okay? So. Wir möchten aufdecken, nicht erhöhen. Sehr schön. Herrlich. Aber wir hören auf. Nicht zu viel des Guten. Drache in den Bergen, Zerstörung, so ein Blödsinn, daran glauben wir nicht. Oh, die Kirche ist zu mächtig. Komm, wir finanzieren die Forschung, das findet die Kirche nämlich total doof. Jawohl, sehr schön. Mein Schiff, Quarantäne, Pest an Bord. Jawohl, müssen wir leider machen. Jetzt wird's wieder eng mit dem Geld. Oh, verdammt. Was sind die Tugenden? Ich denke, meine, ganz klar. Die Tugenden eines Königs sind meine. So, das Königreich im Süden behauptet, ihr werdet mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Nee, ist in Ordnung. Das ist immer gut. Die Ernte war schrecklich, die Leute hungern. Bitte senkt die Steuern. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Steuern senken passt mir irgendwie jetzt gar nicht. Wie könnt ihr es wagen? Der Turm der Basilika verfällt. Wir brauchen eure Hilfe. Nein, auf keinen Fall. Vergesst es. Beim Forschen bin ich auf eine neue Methode gestoßen, Alkohol zu destillieren. Den Gewinn möchte ich teilen. Ja, hervorragend. Hauptsache, das Volk findet das auch gut. Aber ich denke, Leute, Alkohol destillieren, das muss doch jeder gut finden. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Endlich können die sich hier selbst gebrannt machen und dann... Oh nein. So, das Volk hungert. Wir werden die Vorräte verteilen, natürlich. Der Tropfenfluss ist aus... Nee, wir müssen den Damm bauen... Sind wir pleite jetzt? Nein. Durch diesen Damm werden die Wikinger weniger Wasser haben. Wollt ihr wirklich fortfahren? Ja, hilft nichts. So, seid gegrüßt, Majestät. Ich möchte ein Lied für euch schreiben. Ja, ich habe aber kein Geld dafür. Heute nicht, mein Lieber. Unser Herr ist stark und wir gewinnen den Krieg. Sollen wir einen Friedensvertrag erzwingen? Nein, finde das Volk nicht gut. Ach, Frieden ist immer gut. General Pollon, mach das. Unsere schöne Hauptstadt riecht das halbe Jahr über nach Unrat. Bauen wir eine Kanalisation? Können wir uns nicht leisten, tut mir leid. Nein. Durch neue landwirtschaftliche Methoden hatten wir eine bessere Ernte. Was soll mit den Einkünften geschehen? Wir müssen, glaube ich, das erstmal behalten. Ah, der Brotpreis ist zu hoch. Dann senken wir ihn jetzt. Oh Gott, und schon haben wir wieder alles verloren. Jemand hat einen reichen Kaufmann ermordet. Das heißt, der Senator steckt dahinter. Sollen wir dem nachgehen? Ja, natürlich geht dem nach. Das kostet wahrscheinlich auch Geld, aber... Nee, es bringt Geld. Okay. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen? Na gut, wir haben eine Armee, die schlagkräftig ist. Und du willst mir was sagen. Wuff, 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 wuff. Okay, einverstanden. Oh Gott, das findet die Kirche... Und die Armee total blöd, wenn wir das
sagen. Einverstanden, Majestät, wir sollten uns am Burgfenster zeigen. Das Volk möchte uns zusammen sehen. Das machen wir, das ist sehr in Ordnung. Die Königin des Südens bietet euch 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek bauen. Ah, lieber nicht, wir haben kein Geld. Nein, tut mir leid. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld. Wir haben kein Geld. Nein! Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. Oh, jetzt wird's langsam eng. Geht nicht. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Jetzt war das immer, wo ich nicht weiß, was Geld bringt und was kein Geld bringt. Und es war immer so unlogisch. Kopieren müsste eigentlich Geld bringen. Ach komm, wir machen mal nein. Ja! Ihr macht einen Fehler. Jetzt möchte der Händler euch kennenlernen. Ja. Ah, Prinzessin Mushtari schon wieder. Überrascht. In meinem Land sind Frauen keine geistlosen Schnecken, so wie an eurem Hofe. Wir heißen sie willkommen. Sehr gut. Aber wie kriegen es wieder hin? Wir sollten mit dem Orient handeln. Wir können der Krone 10% aller Gewinne anbieten. Machen wir das? Ja, komm, wir machen das. Verdammt, wir haben die Seidenschloss. Scheiße, ich hab's vergessen. Bessere Verteidigung? Ja, sehr gut. Die Wölfe fressen. Komm, wir jagen selbst. Bankett. Verteilt das Fleisch. Sehr gut. Unsere Festung ist zu schwach. Turm bauen. Hervorragend. Wir können Geld ausgeben. Eine eurer Entscheidungen wird Tausenden von Unschuldigen den Tod bringen. Welche? Wir müssen eine neue Kirche bauen. Auch das ist in Ordnung. Der König des Westens weiß über den Zustand des Heeres. Wir sollten angreifen. Ja. Greift mal an. Das ist gut. Weißt du, wir sollten Geld für eine Gemeindescheune ausgeben. Und so Hungersnöten vorbeugen. Auch das ist eine gute Idee. Wir warten vielleicht noch mal ein bisschen, bis unser Geld hier noch üppiger gestiegen ist. Ja, komm, jetzt kaufen wir. Sehr schön, Vorsorge. Prima, jedes Jahr. Ein Schiff. Wieder Pestquarantäne. Ach, jetzt können wir uns echt ein bisschen zurücklehnen. Warten, bis das Geld steigt, die Quarantäne durchziehen. Hervorragend. So, lange lebe der König. Heute werdet ihr 50 Jahre alt. So ist es, mein Freund. So ist es. Gunda. Eine glitschige Schlange schleicht sich in euren Ärmel. Wollen wir mal sagen, ja? Ja? Gorgor. Danke. Das war kein Anwandeln. Schade. Mein König, ich bin schwanger. Wie bitte? Seid ihr nicht schon zu alt, Königin Lucia? Ein Erbe, endlich. In der Hauptstadt gab es eine Explosion. Wir wissen nicht, was los ist. Sollen wir die Stadttore schließen? Ja, schließt die Stadttore. Sehr gut. Königin Lucia hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Majestät. Wer soll sein Pate werden? Der Priester oder der General? Lieber der General. So, gibt uns genug Macht. Der Papst ist bereit zu bezahlen. Auf keinen Fall. Sehr schön. Ruft den Notstand aus, das ist die einzige Möglichkeit, wirksam gegen diese Terroristen vorzugehen. Nein, das machen wir nicht. Dieser Kuchen wird euch einen Vorgeschmack aufs Paradies geben, Majestät. Und Magenkrämpfe. Und Magenkrämpfe. Die Goldschmiede haben zur Bündelung gegründet. Seid ihr einverstanden? Nein, wir sind nicht einverstanden. Die Ernte war fantastisch. Gebt dem Volk oder dem Herr lieber zu essen. Oh Gott, wir möchten ein mobiles Bild für... Ja, ein mobiles Bild. Los, mach mal. Auf den Körper malen. Ja, mach. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ja, auch gut. Wie man den Teufel, das kennen wir schon, glaube ich. Weitere Vorschläge, wie man Liebe findet. Weitere Vorschläge, wie man glücklich wird. Weitere Vorschläge. Ihr müsst zuerst beweisen, dass meine Zeit wert seid. Okay, sprecht das heilige Wort Skango nach Art des Ostens aus. Slambo. Das war nicht... Nein! Verdammt, die Leute haben Angst und machen jetzt... Wie, was, was? Ruf die Armee. Spielen wir... Nein, auf keinen Fall. Verdammt, Leute. Wir werden sterben. Egal, die Baronin entsendet die Armee. Ja, euer Land... Nein, Prinz Adamar! Wir wollten 80 schaffen. Und jetzt haben wir zu viel Geld. Unser Land ist so reich. Wir veranstalten ein Fest mit den teuersten Köstlichkeiten, die es gibt. Und unser eigener Sohn führt uns hier in den Tod. Ihr esst so viel, dass ihr daran erstickt. Die Betrunkenen bemerken euren Tod erst am nächsten Morgen. Schade, 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 schade. Wirklich schade. Wir hatten eine lange Zeit das ganz gut im Griff hier. Naja, Balduin.
immerhin recht lange gelebt, der gute Mann. Puh. Balduine sind erfolgreich. 56 hat sich hier tatsächlich auf Platz 2 vorgeschoben. Wow. Okay, Leute. Wer kommt denn als nächstes? 1310 haben wir es. Und jetzt haben wir Adama. Natürlich. Prinz Adama. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, also, ich lasse wie immer ein bisschen weiterlaufen, damit die Länge des Videos nicht spoilert, wann der König stirbt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Reigns-Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.
Abend. Der Abend wechselt langsam die Gewänder, die ihm ein Rand von alten Bäumen hält. Du schaust, und von dir scheiden sich die Länder, ein himmelfahrendes und eins das Feld, und lassen dich, zu keinem ganz gehörend, nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt, nicht ganz so sicher, ewiges beschwörend, wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt, und lassen dir, unsäglich zu entwirren, dein Leben, bang und riesenhaft und reifend, so dass es, bald begrenzt und bald begreifend, abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn. Rainer Maria Rilke.